Lass deine dummen Bemerkungen, hilf mir lieber. Ich habe fast die ganze Nacht an diesen Haushaltsberichten gesessen. Ciao, Gonzo. Sehe ich dich nachher noch? Ja, vielleicht nach Dienstschluss. Hattest wohl auch eine anstrengende Nacht, hm? Ach, reine Therapie. Für dich oder für sie? Jedenfalls bin ich heute sehr fit, denn Albert und ich operieren gleich Mackenzie. Ich dachte, Titus hätte den Fall übernommen. Dan müsste dringend mal frei haben. Dr. Titus hat Grippe. Und was heißt hier frei haben? Wir haben das schon im Studium gelernt. Für einen Arzt ist Freizeit ein Fremdwort. Aber laut Dienstplan hat Dan für 2 Wochen Urlaub. Er müsste endlich mal ausspannen. Wir alle müssten mal ausspannen. Dan ist eben genauso wie du, Trapper. Er ist äußerst pflichtbewusst. Ihr älteren Herren müsst noch lernen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Älterer Herr? Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Also, das war eine Milzentfernung wie aus dem medizinischen Lehrbuch. Sauber, elegant. Dan, fehlt Ihnen was? Nein. Dan! Ein Elektroschockgerät, schnell. Nein, ich bin nicht müde. Es freut mich sehr, das zu hören, Trapper. Dann hast du ja genügend Energie, diese Personalberichte fertig zu schreiben. Was glauben die da oben, wer ich bin? Hä? Der Boss, der Chef der Chirurgie, ist nicht nur für Operationen zuständig, sondern auch für Verwaltungsarbeit. Verwaltungsarbeit, ja. Wenn es irgendwo darum geht, jemandem zusätzliche Arbeit aufzuhalten, dann sind diese Bürokraten nicht mehr zu halten. Sehe ich blass aus, Schub? Tun wir das nicht alle? Doch, du siehst geschafft aus. Ein paar Feiertage. Ich bin wieder topfit. Ich werde dir einen meiner Fitnesscocktails mixen. Nein, bitte nicht. So fertig bin ich auch wieder nicht. McIntyre. Was? Wann? Okay, ich komme sofort. Den Albright. Er ist vor dem OP zusammengebrochen. Herzstillstand. Wie geht es denn? Tut mir leid, Trevor. Wir konnten ihn nicht retten. Ich werde ihn nicht. Nein, das hat keinen Sinn. Wir haben alles getan. Heutzutage haben wir nicht oft die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was eigentlich der Sinn unserer täglichen Mühen ist. Leider erinnert uns erst ein Augenblick wie dieser an die Vergänglichkeit unseres menschlichen Lebens. Aber sollten wir uns nicht viel häufiger darauf besinnen, worauf es in unserem Erdendasein tatsächlich ankommt? Wir alle müssen aufpassen, dass wir nicht aufgefressen werden von unseren täglichen Pflichten. Das ist wirklich ein schmerzlicher Verlust. Dan war ein ausgezeichneter Arzt und ein guter Freund von früher. Ja, Trapper hat mir erzählt, dass Sie, er und Albright einmal ein tolles Team waren. Ja, während unserer Studienzeit. McIntyre, Albright und French. Wir waren die, wie hat man uns gleich genannt, die schrecklichen drei. Das war's. Nach der Uni sind dann Trapper und Dan nach San Francisco gegangen und ich als Landarzt nach Geneva Springs. Wo liegt Geneva Springs? Ja, ungefähr 100 Meilen nördlich von hier. Ein beschaulicher Ort. Ein Arzt, eine Krankenschwester, sehr gute Fischwasser. Mir ist es dort zu hektisch. Ich hau immer ab, wenn ich kann. Zu hektisch? Das hört sich doch eher idyllisch an. Das ist alles relativ, Gates. Sehen Sie, ich habe nicht die Absicht, dort zu landen, wo Dan jetzt liegt.
Sobald ich jemanden gefunden habe, der mich in meiner Praxis vertritt, mache ich eine Fliege. Ich möchte nämlich wilde Elche fotografieren in Wyoming. Da fällt mir ein, ich habe ein paar Fotos dabei, die ich letztes Jahr geschossen habe. Wie wär's denn mit Trapper? Wird auch. Ein Foto von Trapper habe ich nicht. Nein, ich meine für Ihre Praxis. Wäre nicht Trapper die ideale Vertretung, während Sie auf Fotosafari sind? Trapper in Geneva Springs? Oh ja, er wäre begeistert. Gerade jetzt würde ihm eine Veränderung guttun. Wenn Sie wirklich, er wäre daran interessiert? Ich werde schon dafür sorgen. Na gut, dann fragen Sie ihn. Ah, da ist es. Sehen Sie sich mal dieses gewaltige Geweih an. Ui, ein Prachthirsch. Das ist ein Elch. Ah. Nach dem Foto ist er auf mich losgegangen. Oh, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Geht es um einen Notfall? Wissen Sie, es ist eigentlich kein medizinischer Notfall. Es geht um diese Wirtschaftsprüferin, die heute kommt. Stanley, und deswegen rufen Sie mich von der Beerdigung? Nein, nicht ich. Das ist Dates Anordnung. Er meint, wir brauchen einen Bericht über die Effizienz aller Abteilungen des Krankenhauses. Es ist mir völlig egal, was Herr Dad meint. No. Ich brauche dringend Ihre Personalberichte, damit wir mit der Prüfung beginnen können. Warum wird mir dieser Kram aufgehalten? Gibt es sonst niemanden in diesem Haus? Wir haben alle unser Kreuz zu tragen schon. Keine Widerrede, Trapp. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dr. French ist begeistert von der Idee und wir auch. Aber ich nicht, Schub. Stell dir doch mal vor. Keinen Ärger mehr mit Slocum und keine Personalprobleme. Keine Beschwerden vom Vorstand, keine komplizierten Operationen. Nur eine kleine, beschauliche Praxis für 1-2 Wochen. Geneva Springs, huh? Das ist nur 200 Meilen entfernt. Und wenn wir dich für irgendetwas brauchen, können wir dich anrufen. Es wird dir unglaublich gut tun, Trepper. Ach was, ich weiß, ihr beide meint es nur gut, aber mir geht es bestens, wirklich. Ernie, sieht er gesund aus? Nein, bestimmt nicht. Er ist blass, übermüdet. Hm. Wie steht's eigentlich mit deinem Blutdruck? Okay. Noch ein Schnappschuss von der First Lady einer romantischen Landarztpraxis. Wunderbar, danke. Nicht doch. Trapper, du kommst ja so spät, mein Lieber. Hallo, Ed, freut mich. Ich habe keine Zeit mehr zum Tauschen. Auf mich wartet das Abenteuer. Moment, willst du mir nicht erst deine Praxis zeigen? Sei unbesorgt. Hazel kann das viel besser. Danke. Mach's gut, bis dann. Guten Tag. Sind Sie Hazel? Ich bin John McIntyre. Ja, ich weiß Bescheid. Sie sind der Doktor aus der Stadt, der sich hier eine Weile bequem machen will. So würde ich das nicht sehen. Doktor, ich warne Sie. Geneva Springs ist kein Ort für Drückeberger. Hier gibt es nämlich viel mehr zu tun, als man sich vorstellt. In dieser Gegend sind jede Menge Patienten zu versorgen. Sie werden mir sicher eine große Hilfe sein. Ich freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit. Denken Sie gar nicht, dass ich für alles da bin. Ihr Ärzte seid doch in der Jederschürze her. Ist alles in Ordnung? Haben wir noch was vergessen, Jackson? Stan, bleiben Sie ruhig. Da kommt doch nur eine kleine Wirtschaftsprüferin. Kein Grund zur Aufregung. Sie soll prüfen, wie wir die Kosten verringern und die Produktivität erhöhen können. Das ist mal was Neues. Also arbeiten Sie bitte weiter. Wenn sie kommt, darf niemand untätig rumsitzen. Und woran sollen wir die Dame erkennen? Ganz einfach. Das ist die mit der Stoppe und dem grimmigen Blick. Bitte, sie wird jeden Moment hier sein. Entschuldigen Sie bitte, ich suche Dr. Stanley Riverside. Ich bin Sharon Wentz. Tut mir leid, wir haben heute keinen. Sharon Wentz? Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Stanley Riverside Jr., der Chef der Notaufnahme. Und das sind meine Kollegen, Dr. Jackson, Schwester Brancusi. Sehr angenehm, guten Tag. Wissen Sie, es ist sehr schön, eine Frau zu treffen, die sich in der Männerwelt durchsetzt. Leistungsfähigkeit kennt kein Geschlecht, Doktor. Hören Sie das? Genau das predige ich seit Jahren. Ich möchte, dass Sie sich wegen mir keine Umstände machen. Umstände, ich bitte Sie. Ich bin hier, um mich zwanglos ein bisschen umzusehen. Würden Sie so nett sein, mich herumzuführen? Oh, nichts lieber als das. Also, hier sind Sie am Puls der Klinik. Die wichtigste Abteilung, die Notaufnahme. Die Station wird Sie beeindrucken. Oh, wenn alles so ist wie Sie, Dr. Riverside, dann bin ich schon jetzt beeindruckt.
mir mal sagen, wo Sie so lange gewesen sind? Ich habe mich nur ein bisschen im Ort umgesehen, Hazel. Ach, es ist wie eine Offenbarung, frische Luft zu atmen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Doktor, Sie sollten sich Ihre Offenbarungen für später aufheben. Da drin wartet seit geraumer Zeit ein Notfall auf Sie. Ach, ein Notfall? Was denn? Mrs. McLean, mit Hühneraugen. Was, Hühneraugen? Ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, was Sie an Hühneraugen wunderbar finden können. Ich meine ja nur, es ist wunderbar, wieder arbeiten zu können. Mrs. McLean wartet und Tom Egan hat angerufen. Er braucht etwas gegen Hautausschlag. Sieht aus, als würde das heute ein hektischer Tag. Kommen Sie. Oh. Ja. Was ist, wenn es Trepper dort gefällt? Keine Chance. Ein paar Tage weg von hier und es juckt ihn wiederzukommen. Und wenn es ihn nicht juckt? Glaub mir, er kommt zurück wie ein Bumerang. Wie ich Trepper kenne, bleibt er nicht mehr. Mich würde wirklich mehr interessieren, auf wessen Mist diese glorreiche Idee gewachsen ist. Das mag ich so an Ihnen, Arnold. Ihre Kontenance. Lassen Sie Ihren dummen Scherze. Ich hatte gerade einen Anruf von Trepper aus Geneva Springs. Geht es ihm gut? Es geht ihm geradezu fantastisch. Na toll, es hat geklappt. Sagen Sie bloß, das war Ihre Idee. Er wollte nicht weg, aber wir konnten ihn überreden. Jetzt müssen Sie ihn überreden, dass er zurückkommt, Gates. Ist was passiert? Passiert? Was soll schon passiert sein? Unser Chefchirurg hat mir nur mitgeteilt, dass er vielleicht seinen Urlaub verlängern wird. Auf unbegrenzte Zeit. Er spielt sogar mit dem Gedanken, für immer doch zu bleiben. Ach, apropos Bumerang, Gonzo. Vorsichtig, bitte seien Sie vorsichtig mit ihm. Was gibt es? Mein Sohn, Doktor, es ist sein Herz, ganz sicher. Sehen Sie, er kann kaum atmen. Und was ist passiert? Er hat Baseball gespielt und mitten in seinem Lauf ist er plötzlich umgekippt. Ist Dr. McIntyre hier? Im Moment, ich bringe Sie in Zimmer 2. Ich muss seine Vitalfunktionen überprüfen. Es lief alles so gut bis jetzt. Er ist ein kräftiger Junge. Hätte nie gedacht, dass ihm das nochmal passiert. Wir kümmern uns um ihn, Mr. Spencer, Paul Spencer. Mein Sohn heißt Scott. Dr. McIntyre weiß Bescheid über ihn. Ja gut, würden Sie bitte draußen warten, Mr. Spencer, damit wir ihren Sohn... Nein, ich bleibe bei Scott. Ich will genau wissen, was Sie mit meinem Sohn machen. Gut, wenn Sie darauf bestehen. Für meine Herzoperation, hm? Ja, vor ungefähr 6 Jahren. Dr. McIntyre hat ihn operiert. Muss der Junge das jetzt nochmal durchstehen? Wir müssen ihn zunächst gründlich untersuchen und dann sehen wir weiter. Sein Name ist Scott Spencer. Rufen Sie bitte im Archiv an. Wir brauchen dringend sein altes Krankenblatt. Ich wünschte, Dr. McIntyre wäre hier. Er weiß, was Gott fehlt. Er wüsste genau, was er tun müsste. Von Hazel habe ich schon erfahren, dass sie, wie soll ich sagen, häufig gesundheitliche Probleme haben. Stimmt das? Aber diesmal ist es mein Blinddarm, ganz sicher. Genau hier. Oder... Oh, nein. Ich glaube lieber eher hier. Morgens Krankenblatt. Danke. Ja. Norm, hier steht aber, dass Ihnen Ihr Blinddarm rausgenommen wurde, schon vor 11 Jahren. Na ja, stimmt vielleicht. Doch, was ist, wenn nicht? Wie dem auch sei, dass Sie in der Blinddarm gegen Schmerzen haben, ist durchaus möglich. Es gibt da eine tückische kleine Krankheit, die heißt... Appendixia psychosomania ruris. Ja, daher kommen sicherlich Ihre Schmerzen, ja. Ist das Ihr Ernst? Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber Sie sind ein Glückspilz. Gerade heute Morgen hat mir das neueste Gegenmittel aus Seattle geschickt. Hazel, geben Sie mir bitte dieses Fläschchen mit den grünen Pillen, das auf dem Schreibtisch steht. Welche Pillen? Ach, die Pillen. Sie können ganz unbesorgt sein, Norm. Ich bin sicher, wir haben das noch rechtzeitig entdeckt. Davon nehmen Sie täglich eine, gleich nach dem Frühstück. Es wird Ihnen dann ganz schnell besser gehen. Hey, gar nicht so übel. Ich habe schon viele Pillen schlucken müssen, aber diese, die schmecken richtig gut. Toll. Haben Sie vielen Dank, Doktor. Ja, gern geschehen. Pfefferminz. Sonderlieferung aus Seattle. Darf ich jetzt zum Angeln? Ich muss mir noch Köder besorgen. Aber seien Sie zurück, wenn es dunkel wird. Okay, Scotty, noch eine ganz leichte Frage. Wer hat jemals in einem Endspiel alle möglichen Punkte gemacht? Don Larsen, Yankees. Brav, mein Junge. Welches Jahr?
Keine Ahnung, Dad. Hören wir jetzt auf, okay? Ich bin müde. Hey, seit wann bist du zu müde, über Baseball zu reden? Na komm schon, welches Jahr? 1957. Falsch, 56. Nur knapp daneben. Was erwarten Sie von einem Arzt? Hallo Scott, wie fühlst du dich? Scheußlich. Sind Sie ein Baseball-Fan? Na, das ist mir nicht schnell genug, das langweilt mich. Ich glaube, das kommt daher, weil Sie die Taktik nicht durchschauen. Wissen Sie, Baseball ist eigentlich ein Spiel, bei dem man denken muss. Na, und das fällt mir schwer. Setz dich bitte auf. Und tief einatmen, bitte. Gut, nochmal. Und nochmal. Leg dich wieder hin. Muss ich jetzt nochmal operiert werden? Ich meine, weil Dr. McIntyre sowas gesagt hat. Wann hat er das gesagt? Vor 6 Jahren. Damals, als er meine Herzklappe operiert hat. Ah. Wahrscheinlich hat er dir erzählt, dass sich manchmal das Gewebe um die Klappen vernarbt. Dadurch kann es zu Problemen kommen. Ist das vielleicht die Ursache für Scotts Zusammenbruch? Möglicherweise. Um das festzustellen, machen wir noch ein paar Tests. Kommt deine Mannschaft eine Weile ohne dich aus? Dann müssen sie die Aufstellung der Werfer ändern. Was ist mit Dr. McIntyre? Ein guter Chirurg, aber ein lausiger Werfer. Aber er hat gesagt, wenn ich nochmal operiert werden müsste, dann würde er das tun. Und jetzt ist er nicht mal hier. Er ist nur kurz weg, ein paar Tage verreist. Falls du operiert werden musst, dann wird er das tun. Das verspreche ich dir. Und jetzt ruh dich aus. Du redest zu viel. Hey Doc, wer ist der jüngste Spieler, der jemals in einem Spiel der Spitzenliga eingesetzt wurde? Joe Naxall, Cincinnati. Hast du das gehört, Dad? Der ist in Ordnung. Ich bin gleich wieder da. Dr. Gates, sagen Sie mir die Wahrheit. Scotty, wird er je wieder gesund? Ich meine vollständig gesund. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ach, verschonen Sie mich doch mit Ihren Floskeln. Ihr Ärzte haben wirklich eine clevere Art, um den Brei herumzureden. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Dann holen Sie jemanden, der mehr weiß. Holen Sie Dr. McIntyre! Wie Sie meinen. Doktor, warten Sie. Moment. Es tut mir leid. Ich habe nur einfach Angst. Scotty sieht furchtbar schlecht aus. So schlecht wie jetzt ist es ihm noch nie gegangen. Und seine Mutter, sie war auch herzkrank, genau wie Scotty. Und sie ist daran. Sie ist gestorben. Und wenn meinem Jungen irgendetwas passiert... Ich denke, er wird es schaffen, Mr. Spencer. Schon weil sonst die Aufstellung der Werfer nicht hinhaut. Kommen Sie, trinken wir einen Kaffee. Herein. Ich störe doch hoffentlich nicht, oder? Oh nein, gar nicht. In meinem Büro ist alles bestens organisiert. Kommen Sie herein, Miss West. Sharon. Sharon. Ich wollte Sie fragen, ob Sie heute Abend mit mir essen gehen möchten. Essen gehen? Heute? Sagen Sie ja. Ich kenne ein reizendes ungarisches Restaurant nicht weit von hier. Oh, essen gehen. Oh, zu schade. Ich habe nämlich meiner Frau EJ. Meiner lieben Frau EJ. Sie ist Zahnärztin. Ihr habe ich versprochen, dass ich heute Abend die Blumen gieße. Kann sie das nicht selbst tun? Nein, sie ist diese Woche auf einem Seminar über Backenzähne. Dann ist alles geklärt. Nichts ist schlimmer als allein zu essen, besonders wenn man es gar nicht müsste. Nein, das geht nicht. Oh, Ihre Frau würde das doch sicherlich verstehen. Ihr Vater bestimmt auch. Was ist denn so schlimm an einem kleinen Geschäftsessen? Rein geschäftlich? Mhm. Versprochen? Versprochen. Tja, dagegen ist nichts zu sagen. In 20 Minuten habe ich Schluss. Gut. Ich werde sie hier abholen, ja? Und dann pirschen wir uns an ein feuriges Gulasch. Guten Fang an. Sind Sie nicht der neue Arzt? John McIntyre. Herr Tendermeyer, ich und Murray, wir sind die neuen Eigentümer der Feuerwache, die da drüben steht. Murray? Das ist unser Feuerwehrhund. Er scheint nicht sehr froh darüber zu sein. Oh, er hasst seinen Job.
Jedes Mal, wenn wir ausrücken, muss er kotzen. Hier, setzen Sie den auf. Wozu das? Hat Ihnen Dr. French das nicht gesagt? Der Doktor in unserem Ort ist doch gleichzeitig der Feuerwehrchef. Tatsächlich? Hey, da ist er. 3:05. Pünktlich wie immer. Robo-Alarmketten, alles bereit. Röntgen wir auf die Tube. Für das Essen. Oh. Es ist wundervoll, mit Ihnen zusammen zu sein. Nein, ich danke Ihnen. Bei Kerzenlicht heizt sich immer der ganze Raum auf, finden Sie aber nicht? Das ist doch so romantisch. Gefällt Ihnen das nicht? Oh ja, doch, das gefällt mir. Und EJ, meiner sehr geliebten Frau, der würde das auch gefallen, wenn sie hier wäre. Ja, wir beide, wir lieben romantische Lokale. Habe ich Ihnen schon Ihr Foto gezeigt? Schon 2 oder 3 Mal. Ja, sie ist wirklich bildschön. Und sie hat großes Glück, sie gefunden zu haben. Ja, das glaube ich fast auch. Ich würde gern wissen, wie dieses Glück aussieht. Miss Vance. Sharon, ich finde Sie sehr bezaubernd. Und Sie sind auch eine leistungsfähige Leistungsprüferin. Nur, ich bin ein glücklich verheirateter Mann. Das verstehe ich doch. Und ich bin so glücklich, dass Sie so glücklich sind. Aber Tatsache ist doch, dass das zwischen uns nicht zählt. Was zählt nicht? Wir sind doch beide kultiviert, emanzipiert und haben dennoch unerfüllte Sehnsüchte. Wir wissen genau, was wir wollen. Also, warum dann Zeit verschwenden? Miss Vance, ich muss gehen, ich muss Blumen gießen. Und was ist mit Ihrem Vater? Der hat einen Gärtner. Oh. Hallo, ihr Lieben. Mir geht es wundervoll hier in Geneva Springs. Ich hätte schon früher herfahren sollen. Wieso habe ich erst zu spät von diesem Ort erfahren? Liebe Grüße, Trepper. Das ist ja schrecklich. Er fühlt sich wohl da unten. Schöne Bescherung. Und was jetzt? Oh, eine Ansichtskarte. Bestimmt von John. Sag ich doch, schön, dass er an uns denkt. Das ist ja eine tolle Fotografie. Würden Sie mir die für meine Sammlung schenken? Arnold, hier, eine Ansichtskarte von John. Nicht jetzt, Stanley. Hat jemand von Ihnen Sharon Vance gesehen? Nein. Wieso? Stimmt was nicht? Ich möchte Sie nur etwas fragen stellen. Raus mit der Sprache. Was ist los? Alles in Arnold, wenn es um Sharon Vance geht, habe ich ein Recht, es zu erfahren. Schließlich hat mein Vater Sie engagiert. Seien Sie vorsichtig, Stan. Wahrscheinlich handelt es sich um Ihren Leistungsbericht. Na, der fehlt uns gerade noch. Ist das der Bericht, Arnold? Sagen wir, es ist so etwas wie ein vorläufiger Bericht. Was zögern Sie noch? Schießen Sie los. Kommen Sie, lesen Sie ihn vor. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ach komm, so schlimm kann es wirklich nicht sein. Lesen Sie es vor. Mir wird schlecht dabei. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der von mir überprüften Notaufnahme ist hauptsächlich zurückzuführen auf das große Verantwortungsbewusstsein und die Eigeninitiative des gesamten Pflegepersonals. Deswegen würde ich dringend empfehlen, die folgende kostenverschlingende und äußerst unrentable Personalstelle vorläufig zu streichen. Und zwar die von Dr. Stanley Riverside Jr., hochachtungsvoll Sharon Vance. Oh, Stanley. Oh. Stan, sagen Sie, stimmt das mit diesem Bericht? Was tun Sie? Ich packe. Sie packen wieso? Ich bin unrentabel geworden. Nun machen Sie mal halblang, Stan. Wir können dagegen angehen. Ich hole Trapper her und er wird dieser Dame schon den Kopf waschen. Nein, das hat keinen Sinn. Dad hat sie engagiert. Und er verlangt, dass all ihren Empfehlungen uneingeschränkt Folge geleistet wird. Was haben Sie vor? Weiß ich auch nicht genau. Erstmal nur weg von hier. Weit, weit weg. Nach Afrika vielleicht. In den Kongo oder wie immer das jetzt heißt, egal. Zaire. Oder Siam. Ich liebe dieses Musical mit dem König und den vielen Kindern. Das heißt jetzt Thailand. Da sehen Sie's. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Thank you.
Esel? Ja. Haben wir heute keinen einzigen Patienten zu behandeln? Nein, unsere Patienten sind alle gesund. Scheint so, als würde hier nie einer krank. Sie sollten dankbar sein für so einen ruhigen Tag. Lüften Sie Körper und Geist und vergnügen Sie sich. Vergnügen? Wie denn? Wie wär's denn mit Angeln, hm? Hey, soll wissen Sie die Nummer vom Spritzenhaus? Und ich werde einen Probealarm ansetzen. Pardon, wenn ich störe, Miss Brancusi. Ist Dr. Riverside vielleicht hier? Nein. Wissen Sie, wo er sein könnte? Nein. Könnten Sie mir bitte diese Nagelschere rüberreichen? Wissen Sie, Dr. Riverside nimmt es wirklich sehr genau mit den Vorschriften, aber leider hat er bisher noch nicht erkannt, wie wichtig es für eine Krankenschwester ist, gut Maniküre zu sein. Danke. Und Sie, Dr. Jackson? Dr. Jackson? Wie sehen Ihre Nägel aus? Sauber, Miss Wayans. Mrs. Shoup, könnten Sie mir dann eventuell sagen, wo ich Dr. Riverside finden kann? Nein, ein Wort mit 10 Buchstaben für erwerbslos. Arbeitslos. Genau. Oh, herrje, jetzt ist doch glatt meine Nagelfeile durchgebrochen. Eine fabelhafte Vorführung Ihrer Leistungsfähigkeit. Im Plan und in der Ausführung exzellent, aber vollkommen wirkungslos. Ich denke überhaupt nicht dran, in der Sache Riverside nachzugeben. Das ist eine Überraschung. Hallo, John. Schön, Sie zu sehen, Stan. Was in aller Welt führt Sie denn hierher? Ach, ich habe ein paar Tage frei. Da dachte ich, ich komme Sie mal besuchen. Ist das schön hier? Ein schönes Haus, schöne Gegend, eine schöne Frau. Oder eine Kollegin. Oh nein, ich bin Hazel Mapes. Ich bin die Schwester hier, die rechte Hand des Doktors, seine Sprechstundenhilfe. Hazel, das ist mein Kollege und Freund, Dr. Stanley Riverside. Junior, sehr erfreut. Ganz meinerseits, hätte nicht gedacht, dass Dr. McIntyre einen so charmanten Freund hat. Oh. Und wie sieht's aus in der Tretmühle? Arbeiten alle wie verrückt? Oh, die meisten schon, ja. Also, diese Landluft ist die reinste Medizin. Und es ist auch so friedlich und so wunderbar ruhig hier. Sie können sich glücklich schätzen. Ich werde Sie ein bisschen herumführen, Dr. Riverside. Darf ich Stanley zu Ihnen sagen? Das tun doch alle. Hier, Gonzo, das wird dir gut tun. Ja, ich hab gehofft, ich könnte das umgehen. So schlecht ist mein Kaffee auch wieder nicht. Hm? Oh, nein, ich meine diese Operation. Siehst dir mal an, Scott Spencer sah auch eine Klappe. Oh, das sieht bös aus. Das ist mehr als bös. Aortenstenose und Insuffizienz. Wenn wir nicht bald operieren, wird er nie wieder Baseball spielen. Ist er kräftig genug für den Eingriff? Genau da liegt das Problem. Eigentlich ist er viel zu schwach, aber wir können nicht länger warten. Gut, ich besorg dir einen Termin. Scott möchte, dass Trapper operiert. Ich habe ihm versprochen, dass das klappt. Ich sehe da kein Problem. Trapper wird zurückkommen, wenn du ihn anrufst. Okay. Besorge einen Termin. Ich rufe in Geneva Springs an. Und wenn er erst mal wieder hier ist, dann lassen wir ihn nicht mehr weg. Wissen Sie, John, das ist das wahre Leben. Hier ist man naturverbunden, hat seine Ruhe. Ach, die Stadt hat auch ihre Vorzüge. Ja, aber allein hier zu sitzen und zu angeln. Himmel. Pizza spät abends, die Restaurants in Chinatown, die Sonnenuntergänge im Stadtpark. Ich habe mir immer gewünscht, dass mein Dad mich zum Angeln mitnimmt. Aber leider
hat er was nie getan. Stan, ich habe eine angebissen. Aber Sie kennen ja Dad, er hat immer so viel zu tun. Was ist los damit? Warum wackelt er so? Sie haben einen Fisch, der hat einen angebissen. Ein Fisch? Du meine Küche, einen Fisch, was soll ich tun? Ganz ruhig. Schön langsam aufspulen mit Gefühl. Langsam. Okay. Gut so. Ich hab doch nie einen Fisch gefangen. Sehen Sie nur, da ist er toll. Heiliger Strohsack, ein richtiger Fisch. Der war wirklich nicht leicht zu fangen. Wahnsinn, ich hab doch nie einen Fisch gefangen. Das ist mein erster Fisch. Ist ein Prachtstück. Der reicht fürs Abendessen. Ich denke nicht dran. Ich werde ihn ausstopfen lassen und dann über meinen Schreibtisch im San Francisco Memorial. Zurück mit dir, mein Kleiner. Im See bist du besser aufgehoben. Das war richtig, Sam. Was soll das? Ist was passiert? Ich glaube nichts Besonderes. Vielleicht wieder Probealarm. Haben Sie was von McIntyre gehört? Nein, noch nicht. Ich habe ihm mehrere Nachrichten hinterlassen. Warum meldet er sich nicht? Vielleicht hat er sie noch nicht erhalten. Wie ist sein Blutdruck? 100 zu 70. Dr. Gates? Scotty geht's immer schlechter, nicht? Er hat sehr schwere Herzstörungen. Aber wir haben ihn unter Kontrolle. Aber er kann nicht mehr lange durchhalten, das sehe sogar ich. Was ist, wenn Sie McIntyre nicht finden? Oder Herr Doktor, was? Entschuldigen Sie bitte Dr. Gates Telefon, es ist sehr dringend. Einen Moment. Hier Gates? Gonzo, ich habe deine Nachricht bekommen, was ist los? Trapper, wie schön, deine Stimme zu hören. Ich nehme an, du hast nicht angerufen, um meine Stimme zu hören. Was hast du für Probleme? Du hast doch einmal einen Scott Spencer operiert, an den Herzklappen. Das war vor etwa 6 Jahren. Richtig. Hat er etwa wieder Schwierigkeiten? Ja, ganz erhebliche. Er ist beim Baseball zusammengebrochen. Wir haben einen Herzkatheter gelegt. Er hatte einen 3+-Rückfluss in der Aorta und eine mittelschwere Stenose. Er braucht eine Herzklappenplastik. Gut, aber für sowas bist du doch genau der Richtige. Nein, er will, dass du es tust. Du hättest versprochen, ihn zu operieren, falls es nötig wird. Das habe ich, da hat er recht. Er ist in schlechter Verfassung. Wir können nicht mehr warten. Ich möchte dir nicht deinen Urlaub verderben, aber... Okay, gut. Ich komme, sobald ich eine Vertretung gefunden habe. Ich hoffe... warte mal einen Moment. Stan, wann müssen Sie wieder arbeiten? Ach, das hat keine Eile. Alles klar, ich habe eine Vertretung. In ein paar Stunden bin ich da. Ich muss wegen einer Herzklappenoperation nach San Francisco. Könnten Sie mich vertreten? Ich bin spätestens morgen früh wieder hier. Sie vertreten, aber nichts lieber als das. Danke. EJ könnte vielleicht auch herkommen. Hazel hat mir gesagt, dass in dieser Gegend nur ein Zahnarzt ist. Und der ist schon über 70. Stan, wollen Sie sich etwa hier niederlassen? Wissen Sie, das ist nur so eine Idee. Was ist denn da los? Sieht aus, als ob die Feuerwache brennt. Weiter mit den Schläuchen! Auf dem Dach muss gelöscht werden! Zum Teufel ist denn das passiert? Wir müssen das Feuerwehrauto rausholen. Helfer da drüben. Das Murray, wo ist er? Haben Sie Earl gesehen? Nein, vielleicht ist er noch drin. Setzen Sie Ihren Helm auf! Hier ist Murray! Wo ist Earl? Helfen Sie mir, wir müssen Earl rausholen. Und was ist mit dem Feuerwehrauto? Soll das verbrennen? Sie holen das Auto nicht raus. Ich soll da reingehen? Also das kann ich nicht. Ich hatte Asthma, als ich klein war. Wirklich? Ich... Oh, es muss sein. Hilfe! Hierher! Ich bin eingeknallt. Halten Sie durch, Al! Ich hol Sie hier raus! Ich mach das schon!
in Ordnung? Wie geht es Ihnen? Oh, armer Herr, ist es schlimm? Ja, Mutter Mary, dein armes Herrchen, nicht so aufgeregt. Es wird alles wieder gut. Oh, Mary, ja, aber Mund. Noch nichts von Frapper? Nein, gar nichts. Ich verstehe das nicht. Er hätte schon vor einer Stunde hier sein sollen. Ja, eben. Wie geht's, Scott? Ziemlich mies. Wir sollten bald operieren. Alle Anzeichen deuten auf Herzversagen. Ja, wir können nicht mehr warten. Ich werde ihn operieren. Hol Ferguson, er muss mir assistieren. Mach ich. Warum kommst du so spät? Den wahren Grund wirst du mir kaum glauben. Dann zieh dich lieber schnell um. Anlügen kannst du mich später. Sie haben noch mal Glück gehabt, Earl. Sie wissen gar nicht, wie viel Glück. Die Verletzungen hätten viel schlimmer sein können. Er hat doch Glück gehabt, dass Sie hier sind, Stanley. Dr. French und McIntyre sind weg und wir können einen Fachmann wie Sie gut gebrauchen. Tatsächlich? Ja, das wäre schon möglich, dass ich hierher ziehe. Meiner Frau würde es hier auch gefallen. Sie ist nämlich Zahnärztin. Doktor, brauche ich eine Medizin oder sowas? Nein, Sie gehen jetzt nach Hause und versuchen zu schlafen. Die Feuerwache ist abgebrannt. Ich habe jetzt kein Zuhause mehr. Aber Sie könnten bei mir wohnen, Earl. Das ist eine gute Idee, Hazel. Sie nehmen diesen Patienten mit nach Hause, bringen ihn ins Bett und pflegen ihn wieder gesund. Wie Sie wünschen, Doktor. Kommen Sie, Earl, wir gehen. Schön vorsichtig. Erst einmal werde ich dafür sorgen, dass Sie richtig ausschlafen. Und morgen gibt es Frühstück ans Bett. Teufel sind Sie? Dasselbe würde ich gerne von Ihnen wissen, Sir. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Dr. French. Ich wohne in diesem Haus. Wo ist Trapper? Oh, er ist in San Francisco. Ich bin ein Freund von ihm, Dr. Riverside. Ich helfe nur für eine Weile aus. Na, wie finde ich denn das? Das ist ja nicht zu fassen. Ich bin noch nicht eine Woche weg. Und Trapper überlässt meine Praxis einem mir völlig Fremden. Und der hat die Frechheit und trinkt auch noch meinen besten Whisky. Herrje, tut mir leid, wir haben Sie so früh noch nicht zurückerwartet. Ja, das sieht man. Ich hab Sie überrascht, nicht? Die Fototour war ein großer Reinfall. Ich hoffte, wilde Elche zu finden, aber es gab nur Moskitos und Zwangflöhe. Also, ich hab erst mal genug. Mann. Sind Sie für immer zurück? Für immer und ewig. Wissen Sie, wo das Mittel gegen Insektenstiche ist? Ah, Paul. Dr. McIntyre. Ich dachte, Sie wären gar nicht gekommen. Ich bin selbst überrascht. Wir waren ein gutes Team, Mr. Spencer. Ein Spitzenchirurg und ein absoluter Top-Patient. Scott hat alles gut überstanden. Ist das die Wahrheit? Nicht nur einfach leere Floskeln? Nein, Sie können mir glauben. Hören Sie, Paul, es ist anzunehmen, dass Scotty die Nacht durchschläft. Sie können jetzt nach Hause gehen und auch versuchen, etwas auszuruhen. Und gleich morgen früh kommen Sie wieder. Gut, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Ihnen beiden. Ja, wir sehen uns morgen. Ja, Wiedersehen. Fährst du heute Abend wieder nach Geneva Springs zurück? Oh, nein. Morgen früh erst. Stanley vertritt mich in der Praxis. Stanley? Ja, er hat mich überraschend besucht, wollte ein bisschen Urlaub machen. Dort verkriegt er sich also. Stimmt was nicht mit ihm? Den bringt doch sonst keine 10 Pferde dazu, mal Urlaub zu machen. Hat er nichts erzählt? Was soll er mir denn erzählt haben? Was ist was passiert? Miss Vance, es ist schon sehr spät. Wir sollten unser Gespräch morgen früh fortsetzen.
Es tut mir leid, dass Sie betreffend meiner Empfehlung nicht meiner Meinung sind, Mr. Slocum. Annie, ich muss Sie sprechen. Trapper, schön, dass du zurück bist. Sharon Vance, das ist Dr. McIntyre. Miss Vance ist bei uns und... Ich weiß, warum sie hier ist. Haben Sie irgendwelche Einwände? Ich habe was dagegen einzuwenden, dass Dr. Stanley Riverside entlassen werden soll. Er ist der beste Chef der Notaufnahme, den man sich überhaupt vorstellen kann. Diese Sache ist doch noch nicht entschieden, oder? Ich fürchte, ich muss mich beugen. Tut mir leid, dass ich nicht in Ihrem Sinn handle. Aber ich bin nun einmal engagiert worden, um gewisse pragmatische Entscheidungen zu treffen. Punktum. Dann werde ich auch eine Entscheidung treffen. Arnie, wenn Stanley geht, gehe ich auch. Trapper, das ist doch Unsinn. Ich werde gehen, Arnie. Geneva Springs ist ein reizvoller kleiner Ort. Und es gibt dort eine wunderbare Praxis, in der ich mich sehr wohlfühlen würde. Das meinst du doch unmöglich ernst. Wart's ab. John, so geht das nicht. Ich lass mich nicht erpressen. Eine rein pragmatische Entscheidung. Miss Vance trifft ihre, ich treffe meine und jetzt bist du an der Reihe. Stan, was tun Sie denn hier? Warum sind Sie nicht in Geneva Springs? Dr. French ist zurückgekommen. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Warum gehen Sie nicht auf Ihre Station? Dort wartet Arbeit auf Sie. Ich sehe, Sie sind nicht informiert, John. Dad hat eine Wirtschaftsberatung. Nein, die Dame gibt's nicht mehr. Sie ist entlassen. Vielmehr, Ihre Empfehlungen wurden für null und nichtig erklärt. Null und nichtig? Mhm. Das ist gut. Sehr gut, ich ahnte doch. Ich wusste, Dad würde sich das nicht gefallen lassen. Er schätzt meine Arbeit viel mehr, als er nach außen hin zeigt. Es war doch Dad, nicht wahr? Wer denn sonst? Sehen Sie, er mag mich. Er mag mich. Er mag mich. Oh, Doktor, schön, dass Sie wieder da sind. Wirklich? Ach, Doktor, werden Sie vorläufig hier bleiben? Ja, ich glaube schon. Es gibt ja einiges zu erledigen. Oh, gut, dann können Sie ja diese Anweisungen unterzeichnen. Ah. Trapper, hast du diesen Dienstplan gesehen? Der ist katastrophal. Aha. Slocum sucht Sie, Doktor. Und um 10 hast du eine dringende Besprechung. Und vergiss bitte nicht, die Personalberichte zu unterzeichnen. Und die Vormittagssprechstunde. Aber erst hier die Anweisungen. Die Namen stimmen nicht, die Daten sind falsch. Du musst mal was unternehmen, Trapper. Ja. Und bitte denk an die Berichte. Ich komme sofort. Den Albright. Er ist vor dem OP zusammengebrochen. Herzstillstand. Wie geht es denn? Tut mir leid, Trevor. Wir konnten ihn nicht retten. Ich werde ihn... Nein, es hat keinen Sinn. Wir haben alles getan. Heutzutage haben wir nicht oft die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was eigentlich der Sinn unserer täglichen Mühen ist. Leider erinnert uns erst ein Augenblick wie dieser an die Vergänglichkeit unseres menschlichen Lebens. Aber sollten wir uns nicht viel häufiger darauf besinnen, worauf es in unserem Erdendasein tatsächlich ankommt? Wir alle müssen aufpassen,
dass wir nicht aufgefressen werden von unseren täglichen Pflichten. Das ist wirklich ein schmerzlicher Verlust. Ben war ein ausgezeichneter Arzt und ein guter Freund von früher. Ja, Trapper hat mir erzählt, dass Sie, er und Albright einmal ein tolles Team waren. Ja, während unserer Studienzeit. McIntyre, Albright und French. Wir waren die, wie hat man uns gleich genannt, die schrecklichen drei. Das war's. Nach der Uni sind dann Trapper und Dan nach San Francisco gegangen und ich als Landarzt nach Geneva Springs. Wo liegt Geneva Springs? Ja, ungefähr 100 Meilen nördlich von hier. Ein beschaulicher Ort. Ein Arzt, eine Krankenschwester, sehr gute Fischwasser. Mir ist es dort zu hektisch. Ich hau immer ab, wenn ich kann. Zu hektisch? Das hört sich doch eher idyllisch an. Das ist alles relativ, Gates. Sehen Sie, ich habe nicht die Absicht, dort zu landen, wo Dan jetzt liegt. Sobald ich jemanden gefunden habe, der mich in meiner Praxis vertritt, mache ich eine Fliege. Ich möchte nämlich wilde Elche fotografieren. In Wyoming. Da fällt mir ein, ich habe ein paar Fotos dabei, die ich letztes Jahr geschossen habe. Wie wär's denn mit Trapper? Bedauere, ein Foto von Trapper habe ich nicht. Nein, ich meine für Ihre Praxis. Wäre nicht Trapper die ideale Vertretung, während Sie auf Fotosafari sind? Trapper in Geneva Springs? Oh ja, er wäre begeistert. Gerade jetzt würde ihm eine Veränderung gut tun. Meinen Sie wirklich, er wäre daran interessiert? Ich werde schon dafür sorgen. Na gut, dann fragen Sie ihn. Ah, da ist es. Sehen Sie sich mal dieses gewaltige Geweih an. Ui, ein Prachthirsch. Das ist ein Elch. Ah. Nach dem Foto ist er auf mich losgegangen. Oh, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Geht es um einen Notfall? Wissen Sie, es ist eigentlich kein medizinischer Notfall. Es geht um diese Wirtschaftsprüferin, die heute kommt. Stanley, und deswegen rufen Sie mich von der Beerdigung? Nein, nicht ich. Das ist Dates Anordnung. Er meint, wir brauchen einen Bericht über die Effizienz aller Abteilungen des Krankenhauses. Es ist mir völlig egal. Die Dr. Riverside, dann bin ich schon jetzt beeindruckt. Sie mir mal sagen, wo Sie so lange gewesen sind? Ich habe mich nur ein bisschen im Ort umgesehen, Hazel. Es ist wie eine Offenbarung, frische Luft zu atmen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Doktor, Sie sollten sich Ihre Offenbarungen für später aufheben. Da drin wartet seit geraumer Zeit ein Notfall auf Sie. Ach, ein Notfall? Was denn? Mrs. McLean, mit Hühneraugen. Was, Hühneraugen? Ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, was Sie an Hühneraugen wunderbar finden können. Ich meine ja nur, es ist wunderbar, wieder arbeiten zu können. Mrs. McLean wartet und Tom Egan hat angerufen. Er braucht etwas gegen Hautausschlag. Sieht aus, als würde das heute ein hektischer Tag. Kommen Sie. Oh. Ja. Was ist, wenn es Trapper dort gefällt? Keine Chance. Ein paar Tage weg von hier und es juckt ihn wiederzukommen. Und wenn es ihn nicht juckt? Glaub mir, er kommt zurück wie ein Bumerang. Wie ich Trapper kenne, bleibt er nicht mehr. Mich würde wirklich mehr interessieren, auf wessen Mist diese glorreiche Idee gewachsen ist. Das mag ich so an Ihnen, Arnold. Ihre Kontenance. Lassen Sie Ihren dummen Scherze. Ich hatte gerade einen Anruf von Trapper aus Geneva Springs. Geht es ihm gut? Es geht ihm geradezu fantastisch. Na toll, es hat geklappt. Sagen Sie bloß, das war Ihre Idee. Er wollte nicht weg, aber wir konnten ihn überreden. Jetzt müssen Sie ihn überreden, dass er zurückkommt, Gates. Ist was passiert? Passiert? Was soll schon passiert sein? Unser Chefchirurg hat mir nur mitgeteilt, dass er vielleicht seinen Urlaub verlängern wird. Auf unbegrenzte Zeit. Er spielt sogar mit dem Gedanken, für immer doch zu bleiben. Ach, apropos Boomerang, Gonzo. Vorsichtig, bitte seien Sie vorsichtig mit ihm. Was gibt es? Mein Sohn, Doktor, es ist sein Herz, ganz sicher. Sehen Sie, er kann kaum atmen. Und was ist passiert? Er hat Baseball gespielt und mitten in seinem Lauf ist er plötzlich umgekippt. Ist Dr. McIntyre hier? Im Moment, ich bringe Sie in Zimmer 2. Ich muss seine Vitalfunktionen überprüfen. Es lief alles so gut bis jetzt. Er ist ein kräftiger Junge. Hätte nie gedacht, dass ihm das nochmal passiert. Wir kümmern uns um ihn, Mr. Spencer, Paul Spencer. Mein Sohn heißt Scott. Dr. McIntyre weiß Bescheid über ihn. Ja, gut. Würden Sie bitte draußen warten, Mr. Spencer, damit wir ihren Sohn... Nein, ich bleibe bei Scott. Ich will genau wissen, was Sie mit meinem Sohn machen. Gut, wenn Sie darauf bestehen. Für meine Herzoperation, Ja. Vor ungefähr 6 Jahren. Dr. McIntyre hat ihn operiert. Muss der Junge das jetzt nochmal durchstehen? Wir müssen ihn zunächst gründlich untersuchen und dann sehen wir weiter. Sein Name ist Scott Spencer. Rufen Sie bitte im Archiv an. Wir brauchen dringend sein altes Krankenblatt.
Ich wünschte, Dr. McIntyre wäre hier. Er weiß, was Gott fehlt. Er wüsste genau, was er tun müsste. Von Hazel habe ich schon erfahren, dass sie, wie soll ich sagen, häufig gesundheitliche Probleme haben. Stimmt das? Aber diesmal ist es mein Blinddarm, ganz sicher. Genau hier. Oder... Nein. Ich glaube lieber eher hier. Morgens Krankenblatt. Danke. Ja. Norm, hier steht aber, dass Ihnen Ihr Blinddarm rausgenommen wurde. Schon vor 11 Jahren. Naja, stimmt vielleicht. Doch, was ist, wenn nicht? Wie dem auch sei, dass Sie in der Blinddarm gegen Schmerzen haben müssen. Was Herr Depp meint. No, no. Ich brauche dringend Ihre Personalberichte, damit wir mit der Prüfung beginnen können. Warum wird mir dieser Kram aufgehalten? Gibt es sonst niemanden in diesem Haus? Wir haben alle unser Kreuz zu tragen, John. Keine Widerrede, Trapp. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dr. French ist begeistert von der Idee und wir auch. Aber ich nicht, Schub. Stell dir doch mal vor. Keinen Ärger mehr mit Slocum und keine Personalprobleme. Keine Beschwerden vom Vorstand, keine komplizierten Operationen. Nur eine kleine, beschauliche Praxis für 1-2 Wochen. Ginny, was bringt's, huh? Das ist nur 200 Meilen entfernt und wenn wir dich für irgendetwas brauchen, können wir dich anrufen. Es wird dir unglaublich gut tun, Trepper. Ach was, ich weiß, ihr beide meint es nur gut, aber mir geht es bestens, wirklich. Ernie, sieht er gesund aus? Nein, bestimmt nicht. Er ist blass, übermüdet. Wie steht's eigentlich mit deinem Blutdruck? Okay, noch ein Schnappschuss von der First Lady einer romantischen Landarztpraxis. Wunderbar, danke. Nicht da. Trapper, du kommst ja so spät, mein Lieber. Hallo, Ed, freut mich. Ich habe keine Zeit mehr zum Tauschen. Auf mich wartet das Abenteuer. Moment, willst du mir nicht erst deine Praxis zeigen? Sei unbesorgt. Hazel kann das viel besser. Danke. Mach's gut. Bis dann. Guten Tag. Sind Sie Hazel? Ich bin John McIntyre. Ja, ich weiß Bescheid. Sie sind der Doktor aus der Stadt, der sich's hier eine Weile bequem machen will. So würde ich das nicht sehen. Doktor, ich warne Sie. Geneva Springs ist kein Ort für Drückeberger. Hier gibt es nämlich viel mehr zu tun, als man sich vorstellt. In dieser Gegend sind jede Menge Patienten zu versorgen. Sie werden mir sicher eine große Hilfe sein. Ich freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit. Denken Sie ja nicht, dass ich für alles da bin. Ihr Ärzte seid doch hinter jeder Schürze her. Ist alles in Ordnung? Haben wir noch was vergessen, Jackson? Stan, bleiben Sie ruhig. Da kommt doch nur eine kleine Wirtschaftsprüferin. Kein Grund zur Aufregung. Sie soll prüfen, wie wir die Kosten verringern und die Produktivität erhöhen können. Das ist aber was Neues. Also arbeiten Sie bitte weiter. Wenn sie kommt, darf niemand untätig rumsitzen. Und woran sollen wir die Dame erkennen? Ganz einfach. Das ist die mit der Stoppe und dem grimmigen Blick. Bitte, sie wird hier einen Moment hier sein. Entschuldigen Sie bitte, ich suche Dr. Stanley Riverside. Ich bin Sharon Wentz. Tut mir leid, wir haben heute keinen. Sharon Wentz? Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Stanley Riverside Jr., der Chef der Notaufnahme. Und das sind meine Kollegen, Dr. Jackson, Schwester Brancusi. Sehr angenehm, guten Tag. Wissen Sie, es ist sehr schön, eine Frau zu treffen, die sich in der Männerwelt durchsetzt. Leistungsfähigkeit kennt kein Geschlecht, Doktor. Hören Sie das? Genau das predige ich seit Jahren. Ich möchte, dass Sie sich wegen mir keine Umstände machen. Umstände, ich bitte Sie. Ich bin hier, um mich zwanglos ein bisschen umzusehen. Würden Sie so nett sein, mich herumzuführen? Oh, nichts lieber als das. Also, hier sind Sie am Puls der Klinik. Die wichtigste Abteilung, die Notaufnahme. Die Station wird Sie beeindrucken. Oh, wenn alles so ist, wie Sie... Durchaus möglich. Es gibt da eine tückische kleine Krankheit, die heißt
Appendixia, Psychosomania, Ruris. Ja, daher kommen sicherlich Ihre Schmerzen, ja. Ist das Ihr Ernst? Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber Sie sind ein Glückspilz. Gerade heute Morgen hat man mir das neueste Gegenmittel aus Seattle geschickt. Hazel, geben Sie mir bitte dieses Fläschchen mit den grünen Pillen, das auf dem Schreibtisch steht. Welche Pillen? Ach, die Pillen. Sie können ganz unbesorgt sein, Norm. Ich bin sicher, wir haben das noch rechtzeitig entdeckt. Davon nehmen Sie täglich eine, gleich nach dem Frühstück. Es wird Ihnen dann ganz schnell besser gehen. Hey, gar nicht so übel. Ich habe ja schon viele Pillen schlucken müssen, aber diese, die schmecken richtig gut. Toll. Haben Sie vielen Dank, Doktor. Ja, gern geschehen, Norm. Sonderlieferung aus Seattle. Darf ich jetzt zum Angeln? Ich muss mir noch Köder besorgen. Aber seien Sie zurück, wenn es dunkel wird. Okay, Scotty, noch eine ganz leichte Frage. Wer hat jemals in einem Endspiel alle möglichen Punkte gemacht? Don Larsen, Yankees. Brav, mein Junge. Welches Jahr? Keine Ahnung, Dad. Hören wir jetzt auf, okay? Ich bin müde. Hey, seit wann bist du zu müde, über Baseball zu reden? Na komm schon, welches Jahr? 1957. Falsch, 56. Nur knapp daneben. Was erwarten Sie von einem Arzt? Hallo Scott, wie fühlst du dich? Scheußlich. Sind Sie ein Baseball-Fan? Na, das ist mir nicht schnell genug, das langweilt mich. Ich glaube, das kommt daher, weil Sie die Taktik nicht durchschauen. Wissen Sie, Baseball ist eigentlich ein Spiel, bei dem man denken muss. Na, und das fällt mir schwer. Setz dich bitte auf. Und tief einatmen, bitte. Gut, nochmal. Und nochmal. Leg dich wieder hin. Muss ich jetzt nochmal operiert werden? Ich meine, weil Dr. McIntyre sowas gesagt hat. Wann hat er das gesagt? Vor 6 Jahren. Damals, als er meine Herzklappe operiert hat. Ah. Wahrscheinlich hat er dir erzählt, dass sich manchmal das Gewebe um die Klappen vernarbt. Dadurch kann es zu Problemen kommen. Ist das vielleicht die Ursache für Scotts Zusammenbruch? Möglicherweise. Um das festzustellen, machen wir noch ein paar Tests. Kommt deine Mannschaft eine Weile ohne dich aus? Dann müssen sie die Aufstellung der Werfer ändern. Was ist mit Dr. McIntyre? Ein guter Chirurg, aber ein lausiger Werfer. Aber er hat gesagt, wenn ich nochmal operiert werden müsste, dann würde er das tun. Und jetzt ist er nicht mal hier. Er ist nur kurz weg, ein paar Tage verreist. Falls du operiert werden musst, dann wird er das tun. Das verspreche ich dir. Und jetzt ruh dich aus. Du redest zu viel. Hey, Doc. Wer ist der jüngste Spieler, der jemals in einem Spiel der Spitzenliga eingesetzt wurde? Joe Naxall, Cincinnati. Hast du das gehört, Dad? Der ist in Ordnung. Ich bin gleich wieder da. Dr. Gates, sagen Sie mir die Wahrheit. Scotty, wird er je wieder gesund? Ich meine vollständig gesund. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ach, verschonen Sie mich doch mit Ihren Floskeln. Ihr Ärzte haben wirklich eine clevere Art, um den Brei herumzureden. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Dann holen Sie jemanden, der mehr weiß. Holen Sie Dr. McIntyre!
denn jonglieren? Lass deine dummen Bemerkungen, hilf mir lieber. Ich habe fast die ganze Nacht an diesen Haushaltsberichten gesessen. Ciao, Gonzo. Sehe ich dich nachher noch? Ja, vielleicht nach Dienstschluss. Hattest wohl auch eine anstrengende Nacht, hm? Ach, reine Therapie. Für dich oder für sie? Jedenfalls bin ich heute sehr fit, denn Albert und ich operieren gleich Mackenzie. Ich dachte, Titus hätte den Fall übernommen. Dan müsste dringend mal frei haben. Dr. Titus hat Grippe. Und was heißt hier frei haben? Wir haben das schon im Studium gelernt. Für einen Arzt ist Freizeit ein Fremdwort. Aber laut Dienstplan hat Dan für 2 Wochen Urlaub. Er müsste endlich mal ausspannen. Wir alle müssten mal ausspannen. Dan ist eben genauso wie du, Trapper. Er ist äußerst pflichtbewusst. Ihr älteren Herren müsst noch lernen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Älterer Herr? Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Also, das war eine Milzentfernung wie aus dem medizinischen Lehrbuch. Sauber, elegant. Dan, fehlt Ihnen was? Nein. Dan! Ein Elektroschockgerät, schnell. Nein, ich bin nicht müde. Es freut mich sehr, das zu hören, Trapper. Dann hast du ja genügend Energie, diese Personalberichte fertig zu schreiben. Was glauben die da oben, wer ich bin? Hä? Der Boss, der Chef der Chirurgie, ist nicht nur für Operationen zuständig, sondern auch für Verwaltungsarbeit. Verwaltungsarbeit, ja. Wenn es irgendwo darum geht, jemandem zusätzliche Arbeit aufzuhalten, dann sind diese Bürokraten nicht mehr zu halten. Sehe ich blass aus, Schub? Tun wir das nicht alle? Doch, du siehst geschafft aus. Ein paar freie Tage. Ich bin wieder topfit. Ah, ich werde dir einen meiner Fitnesscocktails mixen. Nein, bitte nicht. So fertig bin ich auch wieder nicht. McIntyre,